Es wäre wohl die Baby-News des Sommers, erwarten Daniela Katzenberger und ihr Mann Lukas Cordalis erneut Nachwuchs. Neue Aufnahmen auf Instagram geben jetzt Anlass für Spekulationen, denn normalerweise kennen wir die Katze ja so, mit perfekt gefärbten, wasserstoffblonden Haaren. Doch in ihrer Insta-Story zeigt sich die 31-Jährige nun mit auffällig dunklem Haaransatz. Das haben wir von der Kultblondine so noch nie gesehen. Auch ihre Erklärung dafür ist eher kryptisch. Und für alle, die sich jetzt fragen, so, wie sieht denn die eigentlich aus? Hat die keinen Friseur mehr? Doch, habe ich. Aber ich versuche ja gerade so ein bisschen für mich rauszufinden, wie sich das anfühlt, wenn die Haare am Ansatz ein bisschen dunkler sind. Dass sich Daniela und Lukas nach ihrer zweijährigen Tochter Sophia noch ein zweites Baby wünschen, ist kein Geheimnis. Und auf der Fashion Week in Berlin verrät uns die TV-Blondine auch, wie konkret die Familienplanung schon ist. Ich warte jetzt noch dieses Jahr ab und wenn es dieses Jahr nichts wird, dann lassen wir das aber auch. Also nicht wegen mir, sondern wegen Lukas, weil Lukas wird 51. Gut, er ist jetzt noch jung, der ist topfit, ne, da funktioniert alles, klappt alles. Ist wirklich ein toller Typ durch und durch, aber der wird dieses Jahr 51. Man überlege, wenn die Kleine mal so alt ist wie ich, dann ist Lukas auch schon über 80. Also es ist ja dann auch, man will ja lange was von seinem Papa haben. Es könnte also durchaus sein, dass Daniela bereits in freudiger Erwartung ist. Auch ihre Fans spekulieren unter diesem Foto und fragen die Katze, schwanger, ob das Ehepaar tatsächlich bald Baby News verkünden wird. Wir würden es Daniela und Lukas auf jeden Fall wünschen.